Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Buletten aus dem hohen Norden. Ja, wir machen Fischfrikadellen und wieso hoher Norden? Wenn ich an Fisch denke, denke ich natürlich an Nordsee, also an die Nordsee. Und deswegen ist mir auch nichts anderes eingefallen als Kategorie. Fischfrikadellen aus dem Thermomix. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Was wir im Thermomix machen, ist die Frikadellenmasse für unsere Fischfrikadellen. Und da beginnen wir als erstes mit zwei kleineren Zwiebeln. Die habe ich hier schon mal geschält natürlich und halbiert. Und 100 Gramm Käse. Das ist ein Edamer. Den werde ich jetzt auch mal ein bisschen kleiner machen, damit der Thermomix jetzt gleich es ein wenig leichter hat, das Ganze zu zerkleinern. 5 Sekunden machen wir das Ganze auf Stufe 5. Die übliche Zwiebelschredderzeit. Und damit ist das Ganze schon mal grob gehackt. Hier habe ich 500 Gramm TK, also Tiefkühlfisch, den habe ich schon leicht angetaut. Das ist Rotbarsch und Steinbeißer. Liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass ich keine 500 Gramm Rotbarsch bekommen habe. Ein Ei kommt noch dazu. Dann habe ich hier zwei eingeweichte und ausgedrückte Brötchen. Die dürfen auch ruhig vom Vortag sein. Erkennst nicht Brötchenüberschuss. Ich kenne es nicht. Bei uns ist Brötchen nie zu viel. Dann haben wir etwas Petersilie, Schnittlauch, jeweils so 1 bis 2 Esslöffel. Ja, könnt ihr ganz nach Gusto machen. Salz kommt rein, etwa 1 bis 1,5 Teelöffel. Schmachtet nach Augenmaß. Mittlerweile kenne ich die Mühle und weiß, wie oft ich drehen muss, um 1 bis 1,5 Esslöffel. Teelöffel, Entschuldigung, 1 bis 1,5 Teelöffel Salz zu haben. Pfeffer muss auch noch rein, so ein 1/4 bis 1/2 Teelöffel. Und das Ganze wird jetzt zerkleinert, nochmal auf Stufe 5, und zwar so etwa 20 Sekunden. Müsst ihr gucken, dass das hinhaut. Meine Damen und Herren, Sie erleben hier den Tanz des Thermomix. Wo will er denn hin? So, nachdem der Thermomix wieder in Position gebracht wurde, haben wir hier unsere Fischfrikadellenmasse. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig darauf, aus dieser Masse entsprechende Buletten zu formen. Und dann sehen wir uns in wenigen Minuten wieder. So, ich mache das jetzt auch direkt hier in die Pfanne. Ja, habe extra die große Pfanne geholt, damit wir da alle Buletten reinkriegen. Ne, die ganzen Fischfrikadellen auf einmal. So 8 Stück sollte das, glaube ich, geben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht werden es bei mir auch ein paar mehr, ein paar weniger. Sehen wir gleich. Ich weiß nicht, wie macht denn ihr das? Ich greife da ja echt immer rein in den Kessel, wobei ich manchmal so ein bisschen Angst habe, je tiefer man kommt, da ist ja so ein Messer. Ne? Muss man ein bisschen aufpassen. Vielleicht, wenn ihr zu Hause ungeschickter Natur seid, dann vielleicht doch das Ganze eher erstmal mit dem Spatel rauskratzen und dann die Buletten formen. Ich glaube, sie sind ein bisschen groß geworden. Vielleicht teile ich die eine nochmal. Das ist echt ein Riesenklops hier, mein lieber Mann. Ja, ist schade, ihr könnt es nicht sehen, aber Hanna lacht mich gerade aus. Ja, ist nicht das erste Mal heute und vermutlich auch nicht das letzte Mal. So, ich pull mal hier noch ein bisschen ab und mache da mal noch eine draus. Ja. Aber das können wir jetzt auch vorlaufen lassen. Ne? Wir sehen uns in wenigen Augenblicken wieder, wenn ich die richtige Portionsmenge rausbekommen habe. Gut. Und dann braten wir jetzt das Ganze mal an, so 5 Minuten auf jeder Seite, bis die schön kross sind. Habt ihr gesehen, ich werde das jetzt nicht allzu schräg halten. Ich hoffe, man kann das erkennen. Es sind tatsächlich
8 Stück geworden. Ich mache das jetzt mal nicht zu heiß am Anfang. Gucken wir mal, was wird. Ich bin gespannt. So, zu meiner Verteidigung muss ich auch sagen, es sind tatsächlich 8 Frikadellen geworden. So wie es auch im Rezept stand. Das Rezept stammt übrigens aus unserem Wunderkessel-Forum, das ihr ja gerne mal besuchen solltet. Denn da findet ihr noch ganz, ganz viele, viele, viele verschiedene Rezepte, ich weiß gar nicht, tausende Rezepte zum, mit und um den Thermomix herum. Den Link, den gibt es in der Folgenbeschreibung. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann gleich die Glocke aktivieren und unseren Kanal abonnieren, damit ihr immer direkt informiert seid, wenn wir hier ein tolles neues Rezept in der Wunderkesselküche ausprobieren. Wie heute unsere Nordsee-inspirierten Buletten. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt diese Frikadellen, die jetzt hier gerade ganz lustig vor sich hin brutzeln, noch in Paniermehl ein bisschen wälzen. Dann wird es ein bisschen knuspriger. Muss nicht sein. Was ich allerdings immer ganz gerne mache, ist, dass ich so eine Seite mit ein bisschen Paniermehl bestreue. Ja? Dann hat man zumindest eine knusprige Seite. Ja, Mann, die Dinger sind echt groß. Ja, das ist wirklich, ja, gut. Aber schön, auch der Käse zerläuft hier gerade so. Ich glaube, das wird echt lecker. Weil ich merke, die Pfanne ist ein bisschen groß für diese Herdplatte. Vielleicht mache ich einfach noch eine zweite an, weil hier vorne, die garen vor sich hin und die anderen sind so nicht heiß genug. Naja, Fischfrikadellen. Vielleicht drehe ich einfach die Pfanne zwischendurch mal. Während hier unsere Frikadellen vor sich hin brutzeln, habe ich schon mal den Topf sauber gemacht. Den brauche ich ja jetzt für dieses Rezept nicht mehr. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Also ich habe zu Hause ja einen TM5. Ne? Das ist bei mir nicht drauf. Habt ihr das gesehen? Hier ist so ein Vorsicht-Heiß-Symbol. Das war vorher nicht. Das war weder beim TM31 noch beim TM5. Das ist erst jetzt drauf. Ne? Und zwar auch so, dass man es sieht. Hat da jemand versucht, die Firma zu verklagen, weil man ihn nicht darauf hingewiesen hat, dass der Topf heiß wird, wenn man ihn erhitzt? Ich weiß es nicht. Wäre aber mal eine interessante Frage. Warum ist das jetzt da drauf? Keine Ahnung. Vielleicht ist es mir aber auch jetzt erst aufgefallen. Ich gucke zu Hause mal auf den TM5, aber da ist das nicht drauf. So, 2 haben wir schon mal aus der Pfanne genommen. Die anderen stehen noch da hinten in der Pfanne. Die halten wir noch ein bisschen warm. Das kann man eh nicht alles essen jetzt. Was ganz gut dazu passen könnte, ist unser Kartoffelsalat Faule Weiber. Wenn euch das nichts sagt, hier oben auf diesen Link klicken, ja, und dann könnt ihr sehen, wie man den zubereitet. Das ist mit Abstand der einfachste Kartoffelsalat, den ihr je in eurem Leben machen werdet. Was natürlich auch gut dazu passt, ist ein Blumenkohlsalat. Auch den haben wir hier in unserem Wunderkessel-Kanal, wie übrigens viele, viele weitere tolle Gerichte. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann bekommt ihr auch jedes Mal Info, wenn es ein neues Video gibt. Dazu einfach noch die Glocke hier unten aktivieren. Ne? Bing! Freue ich mich drauf. Ich freue mich aber auch jetzt zu probieren, wie das schmeckt. Hanna hat das Ganze schon fotografiert und wie es üblich ist, mit ein wenig Kräuterchen garniert. Stück Käse noch dazu. Das muss ich jetzt aber nicht essen. Ich esse jetzt nur die Frikadelle und bin echt mal gespannt, weil das ist echt gut. Wirklich. Also wir hatten ein bisschen Probleme, die in der Form zu halten, weil es doch schon so ein bisschen auseinandergelaufen ist. Vielleicht einfach dann ein bisschen mehr Öl reinmachen. Ne? Oma hat immer gesagt, Frikadellen brauchen viel Öl. Sie sind auf jeden Fall durch. Mit dem Käse, das ist auch sehr, sehr interessant. Ich finde es total lecker. Könnte man vielleicht auch noch ein kleines Dillsüßchen dazu machen oder so. Aber mit unseren Salaten passt das auf jeden Fall. Kommt auf die To-Do-Liste für zu Hause und bei euch hoffentlich auch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Fischfrikadellen gemacht habt oder vielleicht, ob ihr sowas mal ausprobiert habt im Varoma. Denn das war eben so meine Idee, dass man das vielleicht sogar im Varoma machen kann. Schauen wir mal, vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss und guten Appetit.